Hey Leute, Servus, David von iDesignisch hier und zurück mit einem neuen Tutorial und zwar wieder ein ganz kurzes. Und zwar habe ich mir gedacht, ich nehme mal den JS Placement, vielleicht habt ihr davon gehört. Ist ein ganz cooles Tool, um einfach ja coole, ja ich nenne es mal so, ja Form zu erstellen. Und zwar als erstes geht ihr auf den Link in der Videobeschreibung, dann downloadet ihr euch diesen JS Placement, dann installiert ihr den. Wenn ihr das gemacht habt, geht er drauf, dann öffnet er sich und dann könnt ihr hier an der Seite in den quasi Bobbelchen aussuchen, welche Form ihr haben wollt. Also das ist, was für euch interessant ist, ist Classic und JS Placer 2. Deswegen gehen wir hier mal zum Beispiel auf diesen Placer drauf. Wenn wir hier Warte mal, zu schnell, sorry. Also wenn wir drauf gehen, dann wenn ich hier aber drauf drückt oder halt R, wie da steht, drückt, dann lädt er eine Weile und habt eure Formen. Jetzt könnt ihr hier quasi natürlich Einstellungen vornehmen. Also ihr könnt verschiedene, ja, ich nenne es mal so, eure eigenen individuellen Bedürfnisse anpassen. Kann ein bisschen dauern. Aber wenn ihr euch ein bisschen mal experimentiert habt, könnt ihr das, wie gesagt, mal coole Sachen draus holen. Ansonsten geht ihr hier rauf, gut, zu unseren Displacer 2, also Placement 2. Und da habt ihr Templates. Deswegen, ihr geht wieder rauf, drauf drücken. Dann arbeitet er wieder, dann haben wir unter Classic Set. Also das ist ja im Endeffekt nur so ein Classic-Döns. Das, was cool ist, ist zum Beispiel Crab Pack. Das erinnert so ein bisschen so eine CPU-Platine, was ich mal gemacht habe, das Tutorial. In der Videobeschreibung auch nochmal Link, wenn ihr noch nicht angeschaut habt. Genau. Und ihr könnt natürlich hier bei den Werten natürlich noch ein paar Sachen justieren, noch ein paar Sachen abändern. Aber im Endeffekt müsst ihr nichts groß machen, weil wenn ihr Templates habt, ist eigentlich schon super, also diese Form hier. Dann Big Data ist im Endeffekt dasselbe, ich nenne es mal so diese Platine, nur halt, dass er das sehr detailliert gemacht hat, also groß, wie der Name sagt. Dann habt ihr hier nochmal, ja, so verschiedene Formen. Templates ist auch ganz interessant. Und Custom könnt ihr hier dann selbst customizen, wenn er fertig ist. Ja, okay, da braucht er jetzt eine Weile. Aber im Endeffekt ist eigentlich nur das interessant, dieses Scrap Pack und Data Pack. Finde ich ganz cool. Das nochmal die zwei anderen durchgehen. Wenn ich hier rauf geht nochmal, dann habt ihr hier ja nochmal zwei Dinge. Also einmal hier. So eine Form ist ganz nett, wüsste ich jetzt nicht, ja, ist ganz okay, aber wie gesagt, uninteressant für Cinema. Dann Wireframe, das ist auch ganz witzig, das ist halt so ein Drahtgitter, habt ihr dann, ist auch ganz cool. Und dann habt ihr Dots, also Punkte, was so als Detail nicht schlecht ist. Genau, aber wie gesagt, am besten ist dieses Crab Pack. Dann habt ihr bei den ganzen Templates oder ganzen Formen haben wir hier verschiedene Einstellungen. Also für Cinema reicht es einfach nur, wenn wir die Höhen speichern, weil wir brauchen halt die Höhe und Tiefen. Das heißt einmal das Weiße und also einmal das Helle und einmal das Dunklere. Das gibt halt diese Höhen und Tiefen bei Cinema, seht ihr gleich nochmal. Und zum Speichern geht ihr am besten einfach nur auf die Save Heights. Dann gibt ihr den irgendeinen Namen, ist eigentlich egal. Dann gehen wir auf Speichern und dann hat er hier das Bild an sich gespeichert. Na, komm schon, genau, hat er das gespeichert. So, jetzt die anderen Sachen interessieren euch eher weniger. Also beispielsweise Toggle Colorize, könnt ihr hier verschiedene Farben nochmal einfügen. Ich meine, klar, wenn ihr das irgendwo im Photoshop oder so, könnt ihr es natürlich auch bearbeiten, ist ganz cool. Und dann geht ihr dementsprechend Save Color zum Beispiel. Dann habt ihr halt die Farben. Aber für Cinema uninteressant, wir brauchen nur die Höhen.
So, deswegen, ich habe mir jetzt einmal das eine gespeichert und dann speichere ich mir das andere. Das Pack. Das große Pack. Na, dauert ein bisschen. Okay. Dann speichern. Voilà. So, dann springen wir in Cinema rein. Nehmen wir uns. Ups, na, einen Würfel, den wir nicht haben. Nehmen wir uns eine. Ach, komm schon. Eine Ebene. Ei, 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 ei. Die ziehen wir einfach ein bisschen größer. Ja, so halt, das war ziemlich groß. Könnt es halt gleich noch anpassen. Dann gehen wir hier, also falls ihr die Polygonen seht, auf Darstellungen und Shading Linien, dann haben wir die Linien hier. Dann gehen wir hier, also ich zeige euch trotzdem mal, wir gehen das als erstes hier auf unser Deformer-Werkzeug, also auf unser genau, Deformer-Werkzeug. Dann gehen wir auf, wo haben wir Displacement, Displacer. Dann gehen wir hier auf Shading, gehen wir hier auf die drei Punkte und wählen uns unser Bild aus. Ist erstmal egal, weil wir nehmen beide. Also nehmen wir erstmal das zum Beispiel. Nein. Dann den Displacer packen wir unterhalb von der Ebene. Und da sehen wir, es gibt schon mal ein paar Wellen. Also das hat, nimmt jetzt keine Form an, weil wir so wenig Polygone haben, so also wenig Segmente. Das heißt, wir gehen auf die Ebene, gehen von 20, machen mal das höchste ist 1000, machen 1000 mal 1000. Und jetzt sehen wir, ah, okay, cool, jetzt hat es schon Form angenommen. So, dann gehen wir hier auf Displacer, gehen hier von der Höhe, gehen mal auf beispielsweise 100 von der Höhe. Und dann haben wir schon mal so Häuser, nenne ich sie einfach mal, erstellt. Dann kopieren wir das mit STRG und V. Dann nehmen wir uns unseren also Displacer von der zweiten Ebene. Gehen auf Shading, gehen wieder auf die zwei Punkte und wählen uns unser anderes aus. Dauert ein bisschen und voilà. Jetzt hat da sowas erstellt. So, jetzt geben wir in meine Position. Das ist soweit, dürfte soweit. Okay, gucken wir mal, wie es ausschaut. Ja, machen wir mal hier. Dann erzeugen. Redshift, Material, Material. Dann, na, bevor wir aber es ändern, kopieren wir es das. STRG, C. Na, nicht den Displacer. Textur C und V. Dann die erste Textur machen wir bei Presets Kappa, also Kupfer. Und das andere machen wir auf Platin. Dann machen wir das Gold. Ist es eigentlich egal. Auf die erste Ebene. Und das auf die zweite Ebene. Und jetzt machen wir uns Lightroom, das heißt, wir gehen auf Redshift beispielsweise, gehen dann auf Dome Light. Nehmen wir uns wieder ein HDRI und zwar Texturen, HDRI, Outdoor, nehmen wir uns irgendeins. Unser beliebter Carpenter Shop. Und ja. Gehen auf Voreinstellungen, Standard, Redshift und dann wollen wir das mal rendern. Ja, okay, jetzt sehen wir, also so sieht es im Endeffekt aus, ist schon mal nicht schlecht, aber mir gefällt es halt nicht, weil das so ein bisschen, ja, müllig ist, weil das sieht ja nicht so eben aus und sieht ein bisschen komisch aus mit den Schatten und sowas. Deshalb kein Problem. Wir nehmen uns einfach, wir zoomen mal ein bisschen raus, wenn uns das lässt.
So, und dann können wir uns hier mal einfach eine Position suchen, die ein bisschen besser aussehen könnte. Ich glaube hier, das sieht doch, denke ich mal, okay aus. So, dann machen wir uns aber schon mal Redshift Kamera, machen wir uns so die vom Schärfe rein. Gehen auf Kamera, gehen auf Redshift, gehen auf Bokeh, Enable, machen unser Redshift, unser Render-Preview an. Preview. Können wir schon mal angucken, auch wie es aussieht. Von der Landschaft her. Ja, das sieht doch ganz cool aus. Gehen wir ein bisschen noch weiter nach in diese Richtung. Ja, das sieht doch cool aus. Ja, das nehmen wir. Okay, also dann gehen wir hier auf Focus Distance Enable. Dann gucken wir einfach mal. Ach, Quatsch. Müssen natürlich, bevor wir es haben, hier auf unsere. Also aktivieren die Kamera. Dann müssen wir die Kamera natürlich ein bisschen umschwenken. So, that's nice. Very nice. So, und dann. Okay, das ist ein bisschen zu viel Blur. Na. So. Also für euch als quasi, wie das funktioniert. Also Focus Distance ist, das heißt, ihr habt jetzt hier oben eure Unschärfe, unten eure Unschärfe. Wenn hier um so weit ihr das halt verschiebt, beispielsweise weggeht, umso, also ihr verschiebt damit einfach nur eure Distanz zum Fokus hin. So wie der Name auch schon sagt. Wenn wir das jetzt beispielsweise in die Mitte schieben, wo war das? Die Mitte ungefähr hier. Wenn wir hier jetzt auf den Radius gehen, dann, wie der Name schon sagt, haben wir den Radius. Das heißt, der wird verkleinert. Das heißt, jetzt haben wir beispielsweise hier ganz fett und hier ganz fett und in der Mitte quasi gar nichts oder wenig. Wenn wir das weiter zurückfahren, sehen wir, ah, okay, das wird wesentlich mehr. Also wesentlich größer. Und das wollen wir im Endeffekt haben. Wir wollen halt, dass vorne ein bisschen unscharf ist und hinten, das finde ich immer ganz cool. So, ich glaube, das sieht ganz nett aus. Dann gehen wir hier auf die Voreinstellungen, gehen auf Redshift, gehen auf Samples nicht auf 16, sondern 2000, damit wir dieses Rauschen draußen haben. Dann gehen wir hier Mode auf Enable GI, gehen wir natürlich Brutal Force. Was haben wir da? Ja, GI Race, das können wir eigentlich so lassen, ist okay. Machen wir natürlich noch die Quality High Interpolation. Und we are good to go. So, dann versuchen wir es mal zu rendern. Gucken, wie es ausschaut. Und voilà, ist doch cool geworden. Vor allem hier vorne, man kennt es ja auch aus dem Echt her. Wenn man vor der Linse direkt was hat, ist es auch ein bisschen unscharf und das hintere ist dann ein bisschen schärfer und hinten wieder ganz unscharf. Finde ich es vielleicht ganz cool. Ja, und wie gesagt, schnell gemacht und ihr könnt damit echt, also es ist grenzenlos, eure Fantasie könnt ihr freien Lauf lassen. Das ist jetzt speziell jetzt ja nur eine Ebene gewesen, wo ich ein bisschen, sag ich mal, so ein Städte-Zeugs simuliert habe, sage ich mal. Ihr könnt es auch mit Würfel machen, könnt ihr auch, sage ich mal, nach Kugel nehmen. Pyramiden könnt alle Formen damit kreieren, also könnt wirklich euer eigenes Ding machen. Ist grenzenlos eure Fantasie da, ist da keine Grenzen gesetzt. Und ja, das würde ich sagen, war es schon mal. Wie gesagt, eine Videobeschreibung habt ihr den Download, könnt ihr runterladen, kostenlos soweit. Ja, ansonsten hoffe ich, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet was lernen. Wenn es so war, würde ich mich, ja, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Könnt mir auch gerne Bewertungen da lassen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir es in die Kommentare.
Eine Sache ist vielleicht noch wichtig, die ich gerne noch anmerken möchte oder wissen will. Und zwar, die nächsten Tutorials, soll ich die alle mit Redshift machen oder wollt ihr ganz normal normalen Standard-Renderer haben, wie ich es damals hatte beispielsweise? Weil ich weiß, ich meine, klar, es gibt immer Leute unter euch, die es kostenlos bekommen, aber normalerweise Redshift kostet ja auch einiges an Geld. Das heißt, ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Also entweder ich soll es weiter so machen, dann mache ich gerne weiter. Wenn du sagst, nö, machen wir normal, dann mache ich das natürlich. Das ist keine Frage. Und ansonsten würde ich sagen, ja, könnt ihr das noch später noch ein bisschen bearbeiten mit Photoshop, wenn ihr wollt. Einfach die Gravitationskurven, also Höhe und Tiefe, ein bisschen verändern. Dann sieht es beispielsweise so aus. Ansonsten, wie gesagt, war es das endgültig. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.